Da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Eine neue Folge McAllister. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. McDonalds-Rezepte liebt jeder, besonders die Klassiker wie Cheeseburger oder Big Mac oder Chicken Burger. Big Mac ist heute bei mir angesagt. Wir machen einen Big Mac-Nudeltopf aus dem Dutch Oven. Wie wir den machen und was wir dafür brauchen, das seht ihr jetzt alles in diesem Video. Viel Spaß dabei. Beginnen zuallererst mit unseren Zutaten. Wir brauchen Hackfleisch von Rind und Schwein, gemischt, gutes Kilo, was wir hier haben. Dann brauchen wir ein bisschen geriebenen Käse. Wir brauchen kleingewürfelte Essiggurken, kleingewürfelte Zwiebeln. Wir brauchen gepressten Knoblauch. Dann haben wir hier Ketchup, Senf und Mayonnaise. Wir brauchen Sahne, mein Bürgermeistergewürz oder jedes x-beliebige Hackfleischgewürz, was ihr gerne nehmen mögt. Wir brauchen Tomatenmark. Dann haben wir hier passierte Tomaten, wir brauchen Nudeln zum Kochen und hier hinten haben wir noch Brühe. Und auch heute ist nichts anderes als wie sonst. Rezepte und genaue Mengenangaben findet ihr unten in der Videobeschreibung, sowie alle relevanten Links, verwendete Produkte in diesem Video. Und dann hätte ich gesagt, starten wir mit der Brutzelei. Dutch Oven technisch ist das Ganze heute eine Kastenform, die DOSQ von Barbecue Toro. Also auch die Dutch Oven Pan genannt, da habt ihr richtig schön Platz drin. Die ist schon länger nicht mehr benutzt worden, deswegen wird es allerhöchste Eisenbahn. Und ich hätte gesagt, die heizen wir jetzt erst einmal auf. Den Dutch Oven könnt ihr eigentlich erhitzen, wo ihr wollt. Auf dem Gasgrill, auf dem Kugelgrill oder wie ich hier in meinem Fall auf dem Hockerkocher von Barbecue Toro. Und den werden wir jetzt erstmal entzünden und dann hätte ich gesagt, Feuermarsch. Der Dutch Oven ist heiß, wir geben jetzt hier ein bisschen Öl hinzu und lassen das Öl nochmal kräftig aufheizen. Während das Öl aufheizt, möchte ich ganz schnell nochmal die Gunst der Stunde nutzen, um ein bisschen Werbung zu machen. Werbung wofür? Nämlich für ein Event, wo ihr teilnehmen könnt. Vielleicht hat jeder von euch mal den Gedanken gehabt, er möchte mich oder andere Blogger gerne mal live treffen, mit uns ein bisschen quatschen, ein bisschen plaudern, Spaß haben und einfach einen schönen Abend haben. Das alles ist aktuell möglich, nämlich in gut 2 Wochen. Da bin ich eingeladen worden vom lieben Thorsten von der Barbecue Ranch in Wörl, auch bekannter Thorsten von Beef and Meat. Der veranstaltet das Ganze da dort bei sich, beziehungsweise der ganze Organisator ist der liebe Grillcoach Gerrit. Und da werden eben ein paar Blogger da sein, um ein paar Namen zu nennen. Also wie gesagt, der Grillcoach Gerrit ist da, der Thorsten von Beef and Meat ist da, ist der Veranstalter. Der Michael, der Barbecue-Bär, wird mit dabei sein und da einfach einen schönen Abend haben, mit uns ein bisschen Spaß haben. Tickets sind dann noch frei, könnt ihr gerne teilnehmen, wenn ihr Lust habt. Also würden wir uns freuen, wenn wir die ganze Location da ein bisschen voll bekommen. Und ja, alle Infos, wo ihr dazu braucht, was ihr benötigt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da werde ich euch einen Link mit dazu packen. Da könnt ihr euch dann mal informieren, ob ihr sagt, ihr habt an dem Tag Zeit oder nicht. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall, falls wir uns da dort sehen sollten. Und dann hätte ich gesagt, starten wir jetzt mit unserem Rezept. Und starten werden wir mit unserem Hackfleisch zum Anbraten. Prinzipiell sagt man, das Ganze macht man portionsweise. Aber in unserem Fall hier, wir haben reichlich Platz in unserer Dutch Oven Pan. Da können wir das Hackfleisch hier komplett reingeben. Wir verteilen es ein bisschen und geben dem Hackfleisch einfach die Zeit, die es braucht, dass wir es schön krümelig anbraten können. Irgendwann ist dann der Zeitpunkt, wo wir sagen, wir geben auch ein bisschen Gewürz dazu. Da benutzen wir mein Bürgermeistergewürz, das perfekte Gewürz für Burger bzw. Hackfleisch. Und da geben wir jetzt hier mal eine reichliche Menge mit dazu. Ihr könnt natürlich jedes x-beliebige Hackfleischgewürz verwenden. Alternativ reicht natürlich auch nur Salz und Pfeffer. Und genau so soll es aussehen. Also das Hackfleisch leicht braun geworden. Man könnte das Ganze jetzt noch länger anrösten, aber da besteht die Gefahr, dass das Hackfleisch komplett kurz trocken wird. Deswegen passt mir das so, denn wir müssen auch noch unsere Zwiebeln mit anbraten und die werden wir jetzt mit dazugeben. Genauso wie unseren Knoblauch. Und auch Zwiebeln und Knoblauch lassen wir hier drin jetzt nochmal kurz mit anschwitzen. Alles duftet bereits großartig und jetzt werden wir uns in der Mitte hier eine kleine Kohle machen. Denn wir werden jetzt Tomatenmark dazugeben. An sich haben wir ja auch passierte Tomaten, aber das Ganze soll ein bisschen ausgiebiger werden. Und da kommt ja noch Brühe dazu.
Also kann Tomatenmark nicht schaden. Da geben wir so gute 2 bis 3 Esslöffel einfach mal dazu. Und weil hier ein bisschen wenig Öl ist, geben wir hier nochmal einen kleinen Schluck Öl über unser Tomatenmark drüber. Und wir lassen das Tomatenmark hier kurz ein bisschen mit anrösten und anschmurgeln. Und um den Bratvorgang jetzt zu stoppen, da das Ganze jetzt langsam neigt dazu anzubrennen, werden wir das Ganze jetzt mit Brühe ablöschen. Und dann werden wir hier unsere passierten Tomaten dazugeben. In meinem Fall sind die gar nicht so hart passiert, sondern eher die rustikale Variante von Mutti. Ich mag die einfach so am liebsten, aber ihr könnt da das nehmen, was ihr am liebsten mögt. Und das Ganze wird jetzt erst einmal schön vermengt. Und für alle, die sich jetzt denken, super McAllister, du machst einen Big Mac Topf, aber bisher schaut das alles eher aus nach einer ganz normalen Hackfleischsoße. Da seid ihr vollkommen auf dem richtigen Weg. Aber jetzt kommen eben die Komponenten, die das Ganze Richtung Big Mac gestalten. Wir haben einmal Essiggürkchen mit ein bisschen Gurkensaft. Das geben wir mit dazu. Da schaut er auf, dass er nicht zu viel Gurken nimmt, denn sonst wird das Ganze zu gurkenlastig. Und dann haben wir jetzt hier noch Komponenten, wo eben so die klassische Big Mac Soße ist, nämlich Mayonnaise, Senf und Ketchup. Und auch das geben wir hier mit rein. Und ihr könnt mir vertrauen, gerade bei der Mayonnaise, wenn ihr da keine frische nehmt, sondern einfach eine, die aus der Tube bzw. aus der Flasche kommt, da wird euch da nichts das Stocken oder irgendwas dergleichen anfangen. Und auch hier werden wir alles erstmal unterrühren und schon seht ihr, wie das Ganze auch eine ganz andere Farbe bekommt. Und um das Ganze von der Farbe her noch ein bisschen aufzuhellen, geben wir jetzt auch einen kräftigen Schluck Sahne mit dazu. Sahne ist ja dementsprechend auch Geschmacksträger. Und auch das wird nochmal verrührt. Übrig bleibt jetzt nur der Käse und unsere Nudeln. Den Käse werden wir später mit unterrühren. Also nehmen wir jetzt unsere Nudeln. Prinzipiell könnte die Flüssigkeit reichen, aber ich glaube, ich weiß es jetzt schon, dass die Flüssigkeit nicht reichen wird. Deswegen werde ich jetzt dann nochmal ein bisschen Brühe mit dazugeben. Aber jetzt erstmal die Nudeln mit hinzu. Also welche Nudeln das ihr da nehmt, ist eigentlich völlig egal. Ihr könnt die auch vorkochen, wenn ihr wollt, dann sollte euch die Flüssigkeit reichen. Aber im ungekochten Zustand wird uns das definitiv nicht reichen. Und wie gesagt, deswegen hole ich jetzt einfach nochmal ein bisschen Brühe, die wir hier mit dazu gießen können. Und roundabout sind es dann gute 1,2 Liter, die wir jetzt hier haben. Ob das dann im Endeffekt reichen wird, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht sagen. Da ist eben wichtig, dass ihr das Ganze offen köchelt und dann könnt ihr da immer beobachten, wie der Flüssigkeitsstand hier drin ist. Und wenn ihr merkt, da fehlt einfach noch ein bisschen Flüssigkeit, einfach wieder was dazugeben. Ja, und dann hätte ich gesagt, lassen wir das Ganze jetzt einfach mal schön gemütlich vor sich dahin köcheln. Wieder 10 Minuten sind jetzt vergangen. Ihr habt gesehen, ich habe in der Zeit immer ab und zu mal ein bisschen umgerührt, dass da unten einfach nichts festbrennt und das Ganze sieht mittlerweile schon richtig hervorragend aus. Aber da dürft ihr euch jetzt selber davon überzeugen. Und da könnt ihr euch das jetzt angucken, Freunde. Also richtig, richtig geil. Da läuft dann einfach bloß das Wasser im Munde zusammen und das finde ich genial so, wie das aussieht. Und jetzt haben wir ja noch unseren Käse. Ihr könnt jetzt selber für euch entscheiden, ob ihr das Ganze so mit Käse ein bisschen überschmelzen lassen wollt. Aber ich möchte das Ganze bzw. den Käse unter der Soße mit haben. Deswegen Käse einfach mit dazu. Und dann werden wir hier alles nochmal unterrühren. Jetzt können wir dann auch die Hitze wegnehmen, denn mit dem Käse besteht jetzt absolute Anbrenngefahr. Spätestens dann, wenn die meiste Flüssigkeit jetzt dann auch wirklich noch mehr einreduziert bzw. von den Nudeln aufgesaugt worden ist. Also von dem her Hitze jetzt weg. Und wir nutzen jetzt einfach nur noch die Resthitze von unserem Gusstopf hier und lassen das Ganze für gute 5 bis 6 Minuten fertig ziehen und dann ist unser Essen fertig. Da könnt ihr jetzt auch den Deckel drauf geben, wenn ihr wollt, muss aber nicht sein. Und so sieht unser Essen hier dann final aus. Also einfach nur
grandios. In Summe vielleicht ein bisschen zu wenig Käse, weil ich jetzt gern gehabt, dass sie hier der Käse noch ein bisschen zieht. Aber da könnt ihr ja gegensteuern, indem ihr ein bisschen mehr reintut. Ansonsten wird das Ganze trotzdem fantastisch schmecken. Apropos schmecken, jetzt wird probiert. Ja, und ohne großartig rumzumachen mit Teller und so weiter, werde ich jetzt hier einfach mit dem Löffel einmal reingehen und mir einen schönen großen Löffel hier holen. Ich sag guten Appetit. Wow, 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 Freunde. Also, sollte ich noch einmal in meinem Leben den Satz hören, Essiggurken haben in einem Essen nichts verloren, dem werde ich definitiv das Gegenteil erzählen. Das ist brutalst geil. Also, richtig, richtig geile Kombi. Wer jetzt hier denkt, er beißt auf einen Big Mac drauf, der täuscht sie natürlich. Wir haben kein Brötchen. Aber ansonsten sind hier alle Komponenten vorhanden, die so ein Big Mac eben ja, beinhaltet. Und dazu gehören eben auch diese Essiggurken. Und ich finde, die sind der absolute Knaller hier drin in diesem Rezept. Also das hebt das Ganze wirklich mega geil hervor. Was ich auch merke, ist diese Senf-Mayonnaise-Note einfach. Tomate haben wir ja genug drin, das Ketchup fällt ja nicht weiter auf. Aber Mayonnaise und Senf ist hier mit dabei. Und das Ganze schmeckt einfach nur hammer, hammer. Geil. Also mal wieder ein Rezept, von dem ich mega geflasht bin. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich denke auch meiner Kleinen sowie meiner Frau wird das Ganze hier richtig toll schmecken. Und das werden wir jetzt dann auch machen. Also Freunde, hat es euch gefallen, dieses Video? Lasst mir einen Daumen nach oben da, einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal sein, könnt ihr das hier oben gerne jederzeit nachholen. Ich bin raus, sagt die obligatorischen Worte. Danke fürs freundliche Zusehen. Wir sehen uns wieder. Euer Mac Alistair. Macht's gut. Ciao.